Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und wir sind hier bei Fernbus Simulator. Ja, ich spiele jetzt auch einen Fernbus Simulator. So wie viele andere Leute auch, aber ich gebe zu, ich habe mir das bei einem bestimmten YouTuber, nicht bei den Paluten, angeguckt und ich lag lang. Und die Physik in diesem Spiel ist in meinen Augen echt furchtbar von dem, was ich ja gesehen habe bei Paluten. Und ja, ich habe gedacht, guckst mal rein. Und ja, das Geheimnis ist, ich spiele das jetzt nicht mit einem Lenkrad. Ich spiele das hier mit. Nennt sich auch Tastatur. Und ich habe so gedacht, ja, das wird grauenvoll. Lasst uns wenigstens auf sowas hier. Gamepad, Controller umsteigen, geht schlecht. Was ich gehört habe, ist, dass das Spiel extrem schlecht optimiert ist für Controller. Also habe ich mich zu entschlossen, wir machen diesen ohnehin schon physikalisch inkorrekten Simulator noch schlimmer, indem ich Maus und Tastatur benutze. Nicht die beste Wahl, aber mal sehen. Es wird bestimmt lustig. Ich würde sagen, lass uns einfach ein Spiel starten. Wähle einen Modus aus. Okay, wir können jetzt zwischen Karriere und freie Fahrt wählen. Routen erstellen, Passagiere transportieren, Routennavigation, detaillierte Statistiken, Heimatstadt, limitierter Radius und Städte freischalten. Karten erkunden, keine Routen, keine. Nein, das ist ja sehr ganz klar, was wir da nehmen. Wir nehmen da doch wirklich Karrieremodus, würde ich mal sagen. So, okay. Die Frage war, woher ich komme. Und ihr wisst ja, ich komme aus Quedlinburg. Und Quedlinburg ist ja natürlich nicht eingezeichnet. Ich hatte jetzt die Wahl zwischen Hamburg, zwischen Hamburg, genau. Genau, weil Hamburg auch in Sachsen-Anhalt liegt, ne? Ich hatte jetzt die Wahl zwischen Magdeburg und Halle. Da habe ich für Magdeburg entschieden. Und, warte mal, neue Route? Ah ja, gut. Also, ich wollte eigentlich gerne in Berlin sein. Aber vielleicht ändere ich das irgendwann mal noch, dass unser ja, Hauptquartier nicht Magdeburg ist, sondern in Berlin. Jetzt sind wir gerade in Magdeburg und ich würde gerne einmal nach Berlin fahren. Geht das? Die ausgewählte Stadt ist noch nicht als Stadt. Achso, ich muss erstmal hier den Start auswählen. Du musst diese Stadt erst anfahren, um sie freizuschalten. Okay, jetzt möchte ich aber dann doch. Ah ja, macht er. Okay, also wir fahren jetzt von Magdeburger Busbahnhof. Keine Ahnung, wo der liegt. Nach Berlin ZOB. Okay, Distanz 192 Kilometer, Reisezeit 2 Stunden 16 Minuten. Check-in dauert 2. Was auch immer das ist, lassen wir uns mal auf 2. Man muss mal dazu sagen, ich war damals 2011 bei der Star Trek-Ausstellung in Potsdam. Da Quedlinburg ungefähr 50 Kilometer von Magdeburg entfernt ist und ja, Potsdam weiß ich jetzt nicht, wie viel Kilometer. Ich würde mal sagen, es ist ungefähr dieselbe Strecke plus minus ein paar Kilometer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so lange in Erinnerung von Quedlinburg nach Potsdam. 2 Stunden sind wir damals hier gefahren. Sehr interessant. Ich habe jetzt auch erstmal realisiert, eigentlich ist das mehr oder weniger geradeaus fahren. Von uns hier nach Berlin. Also von Magdeburg nach Berlin, beziehungsweise von Quedlinburg nach Potsdam. Sehr interessant. Egal, wir speichern das mal. Und, können wir das jetzt hier, wenn ich jetzt hier auf weitergehe? Ja, genau, sind wir hier. Bitte wählen Sie einen Steuermodus aus. Arcade oder realistisch? Keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht. So, also wir fahren hier mit dem Flixbus, den ich manchmal auch versehentlich Flexibus nenne. Fragt mich nicht wieso. Mal gucken, anpassen. Neu, keine Lackierung. Mein Fernbus, Flixbus. Ich würde schon wieder Flexibus sagen, deswegen habe ich jetzt so gestartet. Gestartet, gestottert natürlich. Okay, mein Nummernschild. Kann ich das abändern?
Tatsache, TML1. Wir erinnern uns mal zu Das sieht, ja, kann man glaube ich mal machen. Ich glaube ich hätte den Dings hatte, dass ich jetzt gemerkt hat. Auch gut. Ich glaube, ich hätte die Musik ganz ausmachen sollen. Na egal, wir lassen erstmal die Musik ein. Hauen hier auf Starten und da haben wir einen Ladebildschirm. Warum ist jetzt hier mein Mauszeiger aus der Spielbar abgestürzt? Spiel, lädst du? Ah ja, doch, tatsächlich. Da unten in der Ecke, da sind drei Punkte, die immer zu auflegen. Oh, jetzt erst erkannt. Ach ja. Hatte ich eigentlich schon meinen neuesten Kauf gezeigt? Einen Mini, der irgendwie aussieht wie der Mini von Mr. Bean? Ja, ich sammle kleine Matchbox und Hot Wheels Autos. Allerdings bloß Aston Martin und Minis. Wir haben auch noch den Aston Martin von Spectre, den Aston Martin DB10. Warum zeige ich euch jetzt Autos? Ich habe, ja, weil ich keine Busse hier liegen habe. Ich habe hier noch mehr Minis stehen aus dem Ü-Ei damals. Nicht interessant. Was habe ich denn hier noch so liegen? Na ja, hier ein Maschinengewehr von irgendeinem Spielzeugsoldaten. Made in China. Ja, welch ein Wunder. Das liegt hier übrigens schon seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht mal, wo das wirklich herkommt. Ist wohl übrig geblieben von der Zeit, als wir meine ganzen Spielsachen rausgeschmissen haben. Ja. Ich habe hier immer noch eine kleine Kiste liegen und habe ich einen Ständer drin, also einen Ständer für ein Modell und ein goldgepresstes Latinum. Und ein Streifen goldgepresstes Latinum. Das seht ihr nur noch im Baum. Ein kleinen Mini-USB-Stick. Es läuft. Ich habe jetzt wirklich eine Errungenschaft bekommen. Läuft, okay. Das hier ist mein Bus. Die Vögel zwitschern. Die Garage sieht relativ runtergekommen aus. Wohnhäuser. Oh Gott. Da wird man ja seekrank hier. Okay, dann lass uns mal einsteigen. Front door open mit left mouse button. Okay. Steht das eigentlich auf Englisch? Okay. Dann lasst uns mal gucken. Hier riecht es noch nach Neuwagen. Okay, dann in den Bus gehen. Ja, mit C. Okay. Activate Destination Display mit Z. Okay. Ah. Okay. Zündung starten mit E. Motor starten mit E. Okay. Achso, eher gedrückt halten. Press down S or okay to. Achso, okay. Foot brake. Shift to gear upwards. Okay. What? Okay. Loose parking brake. Okay. Okay, es geht schon los. Mit F9 erstmal die Tür zumachen. Gott, so viele Tasten. Ja, F9. Mir fällt gerade auf. Ich hoffe, hier ist nichts mit F. Ich drücke F9. Meine Aufnahme läuft zum Glück noch. Oh. Ich drücke doch F9. Jetzt so. Die Tür. Ich scheitere an der Tür. Na, das wird eine Höllenfahrt, Leute. Okay, dann lasst uns jetzt mal los. Laufen. Ich hoffe, hier liegt nichts auf F8, irgendwas Wichtiges, weil das würde bedeuten, dass die Aufnahme immer zu abbricht. Beziehungsweise bei mir ist der Aufnahmeknopf auch noch auf F10.
Bitte seid beide nicht belegt im Spiel. Okay, dann nein. Lasst uns mal losfahren. Ganz vorsichtig. Bremsen. Das Tor geht auf. Okay. Okay, wo müssen wir jetzt eigentlich lang spielen? Ist das jetzt hier bloß ein Tutorial? Ei. Oh, wow. Das Ding, das steuert sich ja wie eine Oma auf dem Rollator. Okay, wir haben rot. Stopp! Wir haben rot und ich stehe auf dem Fußweg. Bereit, die Ampel umzufahren. Warum fährt mein Bus eigentlich gerade von alleine? Ich drücke keinen Knopf. Und ich habe trotzdem die Ampel umgeschubst. Sind wir hier bei GTA? Okay, jetzt fahr doch um die Kurve, Junge. Gott! Das ist hier wirklich eine alte Oma auf dem Rollator. Und ein alter Opi. Handbremse. Ich zieh mal lieber die Handbremse an. Ich stehe vorschriftsmäßig, okay? Ich stehe eindeutig vorschriftsmäßig. Falsch. Du kannst jetzt auch grün werden. Grün werden. Ich wollte gerade illegal hier drüber fahren. Was passiert? Die Ampel wird grün. Oh, nee, jetzt warte ich nicht nochmal. Also jetzt reicht. Jetzt habe ich genug an Ampeln gewartet. Kommt hier kein Schwein. Die Stadt ist ja tot. Ich bin mir sicher, dass das hier nicht Magdeburg ist, sondern Quedlinburg. So sieht das nämlich hier auch aus. Straßen sind tot. Dayton ist wohl schon der Busbahnhof. Hey, du da, Mercedes, fahr weg. Ist Harvey Hooper? Ja, ha, ist Hooper. Fahr weg da. Gut. Sechsmal bremse ich. Aber zumindest habe ich ihn über die rote Ampel geschubst. Okay, und da sind meine Fahrgäste. Ja, moin. Ich frag mich ja, was wird passiert, wenn ich in die Reihen fahre. Erstmal anhalten. War jetzt nicht gerade die schönste Bremse von mir, aber egal. F9. Hier vorne F9. Kann ich hier einfach C drücken. Ich komme gleich. Ich bin hier nur ein bisschen eingesperrt. Sekunde. Ich drücke nochmal ganz kurz hier und... Okay. Bevor ich also aussteige. Ja. Ich hätte die Mutter vielleicht noch ausmachen sollen. War jetzt... Bitte atmen Sie jetzt nicht ein, nur aus, denn das könnte Ihren Lungen schaden. Egal. Hallo. Guten Tag. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja, genau, das möchte ich sehen. Es geht von Magdeburg nach Berlin, also... Achso, okay. Jetzt müssen wir eins kaufen, oder? Nee, sie hat eins. Sie will von Magdeburg... Okay, gut. Ciao. Alles klar. Das... Schau. Wieso hat sie jetzt Schau gesagt? Ich habe doch auf Okay gedrückt. Sie sitzt drinnen. Sagt einfach so Schau. Fahrt dann nicht mal an. Moment mal. Das sind ja alles Frauen. Gerade mal zwei Männer. Okay. Sind das alles Walküren? Hallo. Servus. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Jo, bist du. Du willst von Magdeburg nach Berlin und dann geht ja alles klar. Hallo. Öffne dich, funktioniert bei Luken wohl nicht. Entschuldigung. Erster Tag hier, ne? Hallo, hier ist mein Ticket. Hat sie gerade gesagt Hello? Irgendwie ist das ein bisschen buggy, kann das sein. Aber du willst auch dahin, wo ich hin will. Das ist super. Hallo. Mahlzeit, bitte sehr. Ja, Mahlzeit. Jo, geht klar. Hey, Dude. Hallo, bitte sehr. Haben wir auch hier englischsprachige Mitbürger? Okay, why not? Vielen Dank. Oh ja, hallo. Tag, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja. Cool. Hallo, fahren Sie in meine Richtung? Ja, aber absolut doch. Hallo, hier mein Ticket. Wie viele sagen hier Hello? Das ist Dankeschön. Ja skandalös. Nein, es ist Tag, nicht. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Cool. Ja.
Moin. Servus. Fahren Sie in meine Richtung? Ciao. Ja. Ey, ich bin ja stolz Servus. Auf euch. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Tja, ich fahre aber nicht nach Regensburg. Es tut mir leid. Ups. Ja, ups. Ich hoffe, Sie... Also da drüben stand ein Kollege von mir eben noch. Da vielleicht fährt der ja in Ihre Richtung. Okay, ich muss jetzt los. Erstmal hier noch die Tür zu. Es tut mir leid. Ups. So, alle drinnen. Okay. Das waren jetzt 90% alles Frauen und alle setzen sich hinter den Busfahrer. Interessante Reisegruppe. Echt. Okay. C. Dann drücken wir mal nochmal auf 9. Die Tür geht zu. So. Okay. Und, gibt's hier einen Blinker? Oh, damit stelle ich den Dings um. Mit Q stelle ich, nein. Navi um. E. Achso. Okay, E ist Gangschaltung. Zum Glück sind wir hier automatisch unterwegs. Ja, okay. Hüss, So, das war die Handbremse? Ach. Wenn sie meckern, dass es ihnen zu kalt wird, werden sie schon mal sagen. Wartet mal ganz kurz. Kann man hier zufällig ganz kurz mal in die Steuerung gucken? Ich möchte vielleicht schon alles richtig machen. Smartphone Wieso steht in meinen Optionen springen? Achso, das ist Wait. Ich kann mit dem Busfahrer springen? Ist das jetzt so ein freudestrahlendes Hallo, liebe Mitbürger? Oder what the fuck? Okay, wir können springen halt, ja. Tempomat ist T, Zoom, hoch, runter. Klimaanlage an und aus ist Ö, wärmer ist Ä und Ü ist kälter. Okay, also Ä ist wärmer, Ü ist kälter. Alles klar, gut. Nein, ich will das jetzt hier nicht umstellen. Ist das jetzt? Ja, ist noch da. Okay. WC ein und aus ist L. WLAN-Freigabe ist U. Okay, also. Zurück. U. Ja.